Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Investmesse in Stuttgart. Bei mir sind Marc Kiewitz vom Broker Active Trades und der Profi-Trader Orkan Kuyas, auch für Active Trades oft Referent. Wir sprechen über die Volatilität in den Märkten, denn die ist ordentlich wieder zurückgekehrt und das ist eine große Chance für Trader. Orkan, du bist ja seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv an den Märkten. Eigentlich, wo vielleicht der Laie sagt, oh, ist ganz schön was los, ist das für dich eine tolle Chance, um in die Märkte reinzugehen und Chancen zu ergreifen? Eigentlich schon fast die einzige Chance. Also wir als Trader, obwohl ich bin mittlerweile Senior Portfolio Manager, aber auch immer noch, wie gesagt, der Trader. Und wir brauchen Wohler, wir brauchen Bewegung. Wenn wir heute Morgen der Markt sich kaum bewegt, dann ist es schwer, sich was rauszuschneiden. Was wir oder was man darauf achten sollte, wenn man handeln möchte im Tagesgeschäft, Intraday, dass Bewegung im Markt ist. Und wenn keine Bewegung ist, dann sollte sich mal einen Markt raussuchen, an Devisen oder Rohstoffe, wo Bewegung ist. Weil da wirst du dann einfacher dein Geld verdienen. Was würdest du denn sagen, wo können Anleger, die vielleicht noch nicht ganz so ein Profi sind wie du, erstmal einsteigen? Was ist am einfachsten zu durchschauen? Immer noch Aktien, klassisch. Ja. Also immer noch sind es Aktien irgendwo und wenn es ein paar Titel gibt, die stark waren, die mal zurückgekommen sind, sich die mal langfristig zu kaufen. Ansonsten, was Sie sich mal anschauen können, sind auch so ein bisschen die Devisenmärkte. Vielleicht sollte man sich nicht direkt den Euro-US-Dollar nehmen, sondern so einen australischen Dollar, US-Dollar mit dem anfangen. Der ist viel ruhiger zum Beispiel und solche Sachen zum Beispiel. Nicht sofort die Indizes oder so. Stück für Stück sollte man sich da rantrauen, aber klassisch immer noch am besten halt Aktien. Jetzt hatten wir ja wieder gerade eine Bankenkrise, die sich so abgezeichnet hat. Die Märkte sind runtergegangen. Sind das so Chancen, wo du dann gleich erkennst, jetzt geht es erstmal ein, zwei Tage runter und dann geht es vielleicht auch wieder recht schnell hoch, wenn so eine kleine Erholung einsetzt? Sind das die Momente, die du nutzt? Definitiv. Also statistisch ist es so, also wenn so ein Markt stark runterkommt und nochmal stark runterkommt, dann gehe ich nicht an dem Tag long, sondern suche einfach Zonen. Und es gibt auch schon Statistiken, die besagen, es gibt gewisse Tage, wo meistens, wenn es vorher stark gefallen ist, an den Tagen erholt sich meist der Markt zum Beispiel gerne nochmal wieder. Und das nutzen wir dann schon aus und achten darauf. Und daher wussten wir, okay, wir können am Anfang dieser Woche ein bisschen mehr auf Long plädieren. Dann ging der Markt jetzt nochmal runter. Heute, ja, ein bisschen moderat, ein bisschen höher. Jetzt könnte es was knapp werden, aber es hat natürlich auch der Verfall mitgespielt. Da ist schon einiges durch. Und ich sage mal ganz ehrlich, für uns ist es eine Chance, wenn es stark runterkommt. Ja, die Kauflust ist immer da, aber nicht sofort. Immer Geduld und gute Marken raussuchen. Und ich glaube, auch Volatilität ist auch für einen Broker interessant, weil dann wahrscheinlich auch einiges los ist auf der Plattform und auf der Webseite. Auf jeden Fall. Also ohne Volatilität hat es einen Broker schwer, weil wir leben letztendlich von der Volatilität, also sagen wir mal von den steigenden und fallenden Kursen. Wir leben nicht davon, von Investments long term, natürlich auch, kann man bei uns alles machen. Aber wenn die Vola da ist, ja, die Kunden, also sagen wir mal, Bewegungen mitmachen von 2-3% am Tag rauf und am nächsten Tag wieder runter. Das spült uns natürlich Umsätze in die Kassen, muss man ganz ehrlich sagen. Broker lebt davon, von den Umsätzen, von den generierten Spreads etc. Und das merkst du natürlich im Moment super, seit letzter Woche. Geht's rauf, geht's wieder runter. Die Unsicherheit ist da. Unsicherheit heißt, dass viele natürlich auch leider Gottes mal auf den falschen Fuß erwischt werden. Das gehört dazu zum Trading. Man muss auch verlieren können und das wegstecken können. Ja, und, aber auf der anderen Seite kommen natürlich am nächsten Tag auch schnell wieder die Gewinne. Und dieser Mehrumsatz, ne, ist natürlich für uns unser Tagesgeschäft. Davon leben wir. Ja. Und ist es in solchen Zeiten dann auch wichtig, die Leute weiterzubilden, ein bisschen was an die Hand zu geben, Charttechnik vielleicht ein bisschen an die Hand zu geben, solche Dinge, wird das gefragt? Das wird nicht nur gefragt, das ist das, worauf wir unseren Fokus legen. Also ich sag mal, ich bin hier vor anderthalb Jahren erst zu Active Trades gekommen und habe dafür auch gesorgt, dass wir unser Webinar- und Schulungsangebot exorbitant ausgebaut haben. Dann mittlerweile im Schnitt 1-2 Webinare am Tag. Das waren vorher eine Handvoll im Monat und die Experten, die wir in der Zeit gewonnen haben, die ich auch mit reingebracht habe, decken einfach alles ab, ob das Chartanalyse ist, Live-Trading, wie der Orkan bei uns macht, Marktbetrachtung oder Content-Webinare, Psychologie, Trading-Psychologie. Wir haben eigentlich alles abgedeckt und geben das unseren Kunden an die Hand, weil wir selber dürfen es nicht vermitteln. Wir lassen das durch die Experten vermitteln und dadurch sollen die Kunden natürlich auch zu besseren Tradern werden bei uns. Orkan, der Marc hat gerade gesagt, Webinare, Weiterbildung, das wird sehr gefragt. Kann man als Laie, der nicht jeden Tag 8 Stunden jetzt die Zeit hat, sich um sein Portfolio zu kümmern, mit so ein paar Tricks und Kniffen Portfolio, Risk Management schon wirklich auch was bewirken?
Ja und nein. Also die Sache ist einfach so, sag mal, du bist jetzt berufstätig und du hast gar nicht die Zeit, tagsüber am Markt zu sein. Und dann machen sie es während der Arbeit erstmal, das ist der Fehler. Das Zweite ist, dann musst du lieber den US-Markt für abends aussuchen. Natürlich gibt es einige Webinare, wo ich sage, das ist gar nicht mehr so schlecht. Hör es dir erstmal an und finde etwas, was zu dir passt. Der eine kauft sich ein Bild von dem Künstler, der eine steht mehr auf diese Kunst. Einer steht auf abstrakt, einer auf modern. Und das ist an der Börse genauso. Nicht alles passt zu jedem, ja. Und gerade durch so Webinare, durch Informationen, kann man sich so Informationen holen, soll aber das nicht eins zu eins nachmachen, sondern genau das raussuchen, wo ich sage, das passt zu mir, das passt zu mir, das ist eher nicht meins, ja. Und das so ein bisschen zusammenwürfen und man kann, was heißt was bewegen? Man kann mal schon den Markt ganz anders sehen. Viele gehen erstmal blind dran, lesen drei Sachen und drücken schon. Das ist falsch. Erstmal viele Informationen aufsaugen und sammeln, filtern, gucken, was zu einem passt und dann erst loslegen. Gibt es irgendwelche Trends, die man hier auf so einer Messe sieht? Gibt es irgendwelche neuen Dinge, die vielleicht auch bei einem Broker interessant sind und umgesetzt werden können? Ja, also einen klaren Messetrend kann ich eigentlich nicht erkennen hier. Aber ich sage mal, das Thema investieren, diversifizieren, klassischer Trend natürlich oder klassisches Konzept. Aber ich kann eigentlich hier bei der Invest nicht so viel erkennen als klaren Trend. Es gibt kein Motto. Green Money hat man gesehen, grünes Geld am Eingang. Es wird alles ein bisschen ja, Clean Energy, Green Money. Also alles geht ein bisschen natürlich irgendwo in diese Umweltschiene rein. Ich sehe das aber bei uns noch nicht zumindest, dass die Leute auf diesen Trend aufspringen. Bei uns wird querbeet gehandelt. Was wir auch anbieten, sind zum Beispiel so CO2, so ETFs auf Emissionen und all so ein Clean Energy und so weiter, ist aber jetzt nicht unbedingt der Renner. Also die Klassiker wie ein DAX-Index oder ein Nasdaq-Index, ein Euro-Dollar, Gold und ein paar große Big Stocks sind immer eigentlich noch das, was am meisten gehandelt wird. Also die Leute bleiben erstmal bei dem, was sie auch kennen. Genau, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also trauen sich wenige in neue Sachen rein, weil sie es einfach nicht kennen und noch ein bisschen vorsichtig sind. Auch jetzt hier AI, ne? Artificial Intelligence oder KI, wie man es in Deutsch sagt, ist jetzt im Kommen, sagen wir mal so. Es wird mehr und mehr gefragt, wo sind denn die Aktien dafür und so weiter. Aber es ist auch Vorsicht dabei, ne? Also weil man kann sich die Finger verbrennen, glaube ich. Ist vielleicht auch gut, das erstmal zu beobachten. Ja, definitiv, ja. Mark Kiewitz von Active Trades und Orkan Kuyas, Portfolio Manager und Trader. Dankeschön, dass ihr heute hier mit dabei wart auf der Investmesse. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.